Heute haben wir was dabei für Außendienstler, private Vielfahrer und Fans traditioneller Antriebe. Mit mir steht der neue BMW 5er vor der Kamera und den teste ich als Basisdiesel 520D. Ich hoffe, du bist mit dabei bei diesem Video hier von Autonotizen mit dem Bernd und der Oberklasse-Limousine aus München. Im Gratis Alpin Weiß steht unser Testwagen vor der Kamera und das ist eins von wenigen Dingen, die wir heute sehen werden, die keinen Aufpreis kosten. Erst kommen wir aber mal zum neuen BMW 5er an sich. G60 heißt die Baureihe intern. Die startete zuerst als Limousine und ganz frisch vorgestellt, auch hier bei Autonotizen, ist ja bereits der Touring G61. Ich persönlich finde, dass der neue 5er schick aussieht. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen da draußen. Aber meiner Meinung nach hat er einen guten Neuheitenwert und ich mag dieses klare, leicht, ja, ich nenne es mal technoide Design, gefällt mir persönlich besser als Chrom-Bling-Bling mit kleinen Sternensymbolen in den Rückleuchten bei einem bestimmten Mitbewerber. Aber das ist meine persönliche Meinung. Jetzt wollen wir uns mal objektiv mit dem Auto beschäftigen. Wie gesagt, Alpin Weiß ist die Lackfarbe und an diesem alpin-weißen Kleid hängt das M-Sportpaket Pro. Das erkennen wir an den speziellen Stoßfängern mit hochglanzschwarzen Einlagen. Und dann haben wir hier auch Iconic Glow mit dabei. Gibt es auch als Einzeloption. Das ist dieser beleuchtete Rahmen um das Nieren-Emblem oder hier das Nieren-Symbol am Grill. Das sieht, wie ich finde, ganz schick aus. Und wir sehen dann hier zum einen die Sensorik für die Fahrassistenz integriert und dann haben wir hier jetzt eine komplett geschlossene Front, denn die Kühlluftelemente öffnen sich dann bei Bedarf und das sorgt natürlich auch für eine bessere Aerodynamik. Hinter dem Kühlergesicht steckt der Antrieb, längs eingebaut, wie wir es von BMW kennen, und das gilt für die Verbrennungsmotoren. Damit kommen wir mal kurz zum Modellprogramm, zum Motorenprogramm für den 5er BMW. Ich konnte ihn ja bereits in den beiden elektrischen i5-Varianten vorstellen, als e-Drive 40 und als M60 X-Drive. Also gibt es den 5er voll elektrisch. Es starten Plug-in-Hybride in Form des 530i und 550i X-Drive. Es wird auch noch das Elektro-Portfolio ausgebaut mit einer Allrad-Variante der 40er-Version. Dann gibt es den 520i als Basis-Benziner mit 208 PS. Und hier haben wir den 520D. Da denkt man jetzt bei all dieser Elektrifizierung, ah, ist ja irgendwie gestrig, jetzt stellen die uns hier einen Vierzylinder-Diesel hin. Den haben wir uns natürlich bewusst ausgesucht als Testwagen, denn es geht für Langstreckenfahrer in der Klasse, wie ich finde, nach wie vor fast kein Weg dran vorbei. Das haben wir jetzt auch im Testzeitraum festgestellt. Du kannst easy 900, 950 Kilometer entspannt gefahren abrocken, dann kurz 5 Minuten Boxenstopp. Du steigst entspannt aus dem Auto aus. Natürlich sollte man nichts länger fahren, als es die eigene Aufmerksamkeit zulässt. Und auf diesem Weg ist das Auto einfach entspannt, schnell genug, natürlich kein Racer, brauchst du aber auch auf Langstrecken nicht, und echt ein komfortables Auto. Auch ein großes Auto ist der 5er. 5,6 Meter ist er lang und das ist schon groß, wie ich finde, sogar eigentlich zu groß. Darum sagte ich eingangs auch Oberklasse-Limousine, denn die obere Mittelklasse verlässt er damit. Er sprengt das Maß der Normstellplätze und vieler Garagen in Reihenhaussiedlungen, vor allem wenn die nicht erst irgendwie vor 5 Jahren gebaut wurde, die Garage, dann ragt er da hinten raus. Der Grund dürfte sein, dass BMW natürlich mit dieser Antriebsvielfalt auf der Plattform eben die Elektroantriebe mit bis zu 2 Motoren, die Plug-in-Hybride mit Verbrenner und Batterie und die Verbrenner dann hier einbauen musste und deswegen einfach den Platz brauchte. Gleichzeitig gibt es ja den neuen 7er nur noch in der bisherigen langen Version und damit ist dann der Abstand wiederhergestellt. Das M-Sportpaket Pro zeigt sich hier auch mit dem berühmten M-Signier. Wir haben 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit Winterreifen auf unserem Testwagen.
Sieht, wie ich finde, ganz schick aus. Klar, 20 Zöller würden noch ein bisschen schnieker aussehen, aber so passt es auch. Und mit den kleineren Felgen haben wir ein bisschen höheren Fahrkomfort und weniger Bordsteinabriebsgefahr in engen Straßen zum Beispiel. Die Aerodynamik des Fünfer wird auch mit den Türgriffen dargestellt. Und das ist leider etwas, was ich nicht so dolle finde. Bügeltürgriffe wären schön. Und hier haben wir jetzt diese Griffmulden. Die sind auch nicht allzu tief. Manchmal rutscht man dann da so ein bisschen ab, gerade wenn es nass ist wie jetzt. Aber das ist eben etwas, was der Aerodynamik geschuldet ist. Was ich super finde, ist das Design in Richtung Heck. Wir sehen einen langen Vorbau. Andi, der Kameramann, hat gesagt, es sieht so ein bisschen Muscle Car-mäßig aus. Da hat er nichts Unrecht. Und hier ist eben dann auch Platz für einen längs eingebauten reinen Sechszylinder-Diesel. Der kommt nämlich auch ein bisschen später. Dann geht es hier aufs Greenhouse. Und was mir besonders gut gefällt, ist zum einen dieser traditionelle Hofmeisterknick, benannt nach einem ehemaligen BMW-Designer. Also das heißt, diese Abrundung hier der Fensterlinie, hochglänzend schwarz. Bei unserem Testwagen gibt es aber auch in Chrom. Und dann ist hier die Zahl 5 eingelassen. Aber worauf ich hinaus will, ist der Heckabschluss. Der wirkt sehr gedrungen, auch durch die Einzüge seitlich. Und mit der flachen Heckscheibe und der schrägen Heckklappe erinnert der neue Fünfer, der G60, damit, wie ich finde, an das erste Modell, das die Baureihenbezeichnung 5 trug, aus dem Jahr 1972. Das ist ein schönes Retro-Element im trotzdem modernen, fast schon futuristischen Design. Diese kleine schwarze Abrisskante hier oben ist auch Teil des M-Sportpaket Pro. Und dann sehen wir auch hier unten wieder schwarze Elemente. Alles hochglänzend schwarz lackiert. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, sowohl vorne als auch hinten wie an den Seitenschwellern. Denn das verschmutzt schnell, das zerkratzt schnell und ist natürlich jetzt nicht ganz optimal alltagstauglich. Wir haben breite Rückleuchten, die so diese L-Form ein bisschen beschreiben, aber nur ganz minimal beim Touring. Schaut auch da mal ins Video rein, das ist ein bisschen stärker ausgeprägt. Und dann zeigt der Testwagen oben drüber den 520D-Schriftzug. Es gibt den 520D auch als Allrad-Variante, als X-Drive. Hier haben wir die Grundmotorisierung mit Hinterradantrieb stehen. Was bedeutet das in Sachen Leistungswerte? Der 2 Liter Diesel, natürlich mit Aufladung, hat eine Leistung von 145 kW oder 197 PS und er ist ein 48 Volt Mild-Hybrid. Es kommt also ein Startergenerator hinzu mit 8 kW oder 11 PS Leistung. Der bringt auch noch mal ein bisschen Drehmoment dann rein und damit kann dann auf kurzen Strecken gesegelt werden oder der E-Motor unterstützt beim Anfahren. Das soll natürlich auch nochmal die Effizienz dann ein bisschen verbessern. Was der 520D laut Prospekt verbraucht und was er im Test verbraucht hat, das erzähle ich euch gleich. Wollen wir aber erstmal gucken, was er noch so schluckt, außer Diesel. Nämlich Gepäck 520 Liter misst der Kofferraum. Der ist damit ein bisschen größer als bei den Elektrovarianten, wo eben mehr Bauraum für Technik dann vorhanden ist. Hinter der Ladekante geht es dann doch relativ weit nach unten. Und dann sehen wir hier aber alles schön mit Teppich ausgeschlagen. Wir haben Ablagefächer auf beiden Seiten. Und hier oben gibt es dann auch Haken, um Einkaufstaschen aufzuhängen. Die Lehne der Rücksitzbank ist federvorgespannt und hier entriegelbar. Und dann kann ich entweder einen langen Gegenstand einfach per Druck durchschieben oder hier dann vorne reingehen und umklappen. Und dann entsteht hier eine leicht ansteigende Ebene und auch eine Stufe. Wenn wir jetzt hier mal nach oben schauen, dann sehen wir, was nicht so prämiös ist. Wir haben nämlich eine unverkleidete Oberseite hier am Kofferraum. Dann sind hier auch Kabel drin. Also wer da viel mit sperriger Ladung rumhantiert und nicht zum Touring gegriffen hat, der müsste eben aufpassen, dass er da nichts zerkratzt oder die Kabel dann irgendwie auf Dauer beschädigt. Das haben wir jetzt nicht vor, sondern wir starten zur Sitzprobe im Auto. Lang ist er, der Fünfer, das sagte ich schon. Auch der Radstand ist üppig, fast 3 Meter misst er. Und da wird man ja denken, da gibt es jetzt Platz ohne Ende. Der lange Radstand ist natürlich auch nötig, um die großen Akkus der E-Varianten unterzubringen mit ein bisschen über 81 Kilowattstunden Speicherkapazität. Ich bin 1,92 Meter groß, habe wie immer den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt. Und dann passe ich hier schon ganz gut hinter mich. Ich habe also ausreichende Kniefreiheit, aber es ist nicht so üppig, das Raumgefühl hier, wie man es vielleicht erwartet hätte, ob der Ausmaße. Das liegt eben daran, dass hier einfach viel Bauraum für die unterschiedlichen Antriebstechnologien vorgehalten wird. Aber
kümmern wir uns doch jetzt mal um das Sitzgefühl hier. Wie gesagt, es reicht für die Knie, die Füße passen gut unter den Vordersitz und auch die Beinhaltung passt. Und hier ist ganz interessant anzumerken, dass sich die Ingenieure hier, wie ich finde, einem ganz guten Kniff bedient haben. Die Sitzfläche ist relativ schräg. Das bedeutet, obwohl die Bank niedrig angeordnet ist, habe ich ausreichende Kopffreiheit unter dem Limousinendach und eine entspannte Beinhaltung. Denn ich kann hier jetzt eben trotzdem, dass ich niedrig sitze, mit ja, fast rechtwinkligen Beinen dann sitzen. Das entspannt auf Dauer. Außerdem hat man so eine gefühlt sportliche Sitzposition. Also das finde ich ganz schnieke gemacht. Hier drückt der schwarze Dachhimmel optisch so ein bisschen. Das lässt so ein Auto mal niedriger erscheinen. Wir haben Haltegriffe an den Außenplätzen, auch kleine Haken, um Jacken aufzuhängen. Dann sehen wir hier eine Möglichkeit, ein USB-C-fähiges Gerät zu laden. Warum das? Wenn ich jetzt nämlich jetzt hier ein Tablet zum Beispiel installiere mit dem Tablet-Halter, dann kann ich das gleichzeitig damit Strom versorgen und dann sind die Mitfahrer, Kinder oder Erwachsene, wie auch immer, dann während der Fahrt mit Entertainment beschäftigt. Wenn es ihnen dann zu warm oder zu kalt wird, können sie dann hier über die 4-Zonen-Klimaautomatik ihre eigene Klimazone einstellen. Außerdem dann auch Sitzheizung im Fond, natürlich dann alles je nach Ausstattung. Und dieser Touchscreen hier, der ist reaktionsschnell, logisch aufgebaut. Also das gefällt mir ganz gut. Oben drüber gibt es auch zwei weitere USB-C-Anschlüsse. Die Lüftungsausströmer fehlen natürlich auch nicht. Und hier haben wir ein kleines Ablagefach. Der Mittelplatz ist schmal und hier ist dann der Kardantunnel. Also ich würde sagen, betrachten wir den Fünfer mal als gut geräumigen Viersitzer. Dann passt das hier hinten. Kleine Menschen sitzen dann auf Kindersitzen mit Isofix und deren Bügel zur Arretierung sind gut erreichbar hinter stabilen Klappen. Da geht also nichts verloren und ich mache den Sitzbezug dann nicht kaputt. 2.200 Euro kostet das Merino Leder Aufpreis. Serienmäßig ist eine ja, Kunstlederstoffausstattung, Veganza nennt BMW die, gefällt mir persönlich auch ganz gut, wäre meine Wahl. Die M-Farben zeigt unser Testwagen auch in den Sicherheitsgurten. Ist natürlich ein ganz nettes Gimmick. Eine Mittelarmlehne haben wir mit zwei Becherhaltern und eine Durchreiche nach hinten, um zum Beispiel Chia durchzuladen oder die oft zitierten Baumarktlatten in der Türverkleidung. Schauen wir uns noch mal die Materialien an. Ist dann hier leicht unterschäumter Kunststoff. Dann haben wir hier auch Leder und hier die Abdeckung des Harman Kardon Soundsystems. Sieht aus wie Metall, ist aber Kunststoff. Und da sieht man, dass also an manchen Stellen die Materialqualität schon ein bisschen nachgelassen hat im Laufe der Zeit. Für viele vielleicht dann weniger prämiös, als es früher der Fall war. Aber ich finde, trotzdem hat der Fünfer schon viele Elemente, die zeigen, was eine Premium-Marke ausmacht im Vergleich zu Mainstream oder auch zu anderen Marken, die gern Premium wären. Bei der Materialqualität gibt es bestimmt mittlerweile auch Mitbewerber, die ein bisschen oben drüber sind. Aber wir kommen noch zu vielen weiteren Qualitäten des Autos. Aber erstmal gehen wir in die erste Reihe. Sportsitze sind serienmäßig im 5er BMW. Die finde ich persönlich auch super, bieten tollen Seitenhalt, sind voll und ganz brauchbar. Kann ich euch jetzt nur erzählen, zeigen nicht, denn mehr geht natürlich immer. Unser Testwagen hat die 1.200 Euro teuren Komfortsitze an Bord. Auch die sind natürlich echt bequem, vielfältig einstellbar, elektrisch für Fahrer und Beifahrer. Es gibt Memory-Funktionen, zwei an der Zahl für jede Seite und ich kann dann hier über die Touchscreen-Funktion auch die Sitzheizung und Sitzlüftung aktivieren. Eine Massagefunktion gibt es leider nicht in der 5er-Reihe. Das finde ich ein bisschen schade, würde ich mir schon noch wünschen. Ich kann also viel am Sitz verstellen, aber um dann die Komfortfunktionen voll und ganz auskosten zu wollen, muss ich dann auf eine Taste in der Türverkleidung gehen und dann kann ich hier zwischen Fahrer- und Beifahrersitz wählen und kann dann auch über den iDrive-Controller zum Beispiel die Lehnenneigung verstellen, aber viel wichtiger für große Menschen, dann hier auch die Komfortverstellung. Da kann ich dann hier die Oberschenkelauflage ein- und ausfahren. Ich kann es auch über den Touchscreen machen und nicht nur über den iDrive Controller. Ich kann es auch hier vorne ein bisschen anheben und absenken. Und da findet man dann schon eine gute Sitzposition, muss aber natürlich wissen, wo das Menü versteckt ist. Aber das wird ja der Verkaufsberater spätestens bei der Übergabe des eigenen Neuwagens dann erklären. Damit kommen wir zum Thema Premium oder nicht mal wieder. Und wirklich Premium ist ja die Bedienstruktur bei BMW. Denn
Klar gibt es auch hier mittlerweile die großen berührungsempfindlichen Bildschirme. Wir haben jetzt ja hier zwei Displays unter einer gemeinsamen Abdeckung leicht zum Fahrer hingeneigt. Das ist die neue BMW Cockpit-Architektur in 5er, 7er und auch im 3er Facelift. Finden nicht alle schick, aber so ist es eben. Und man kann weiterhin aber die Gestiksteuerung verwenden, wie ich nie hier nehme. Wir haben eine echt Top-Sprachsteuerung. Und das finde ich ist schon wirklich ein Premium-Zeichen. Ich selber bin eigentlich gar nicht so der Fan von Sprachsteuerungen, aber hier im Auto benutze ich die ganz oft oder habe sie im Testzeitraum ganz oft benutzt, denn bisher hatte ich noch keine Fehlfunktion dieser Sprachsteuerung. Und die antwortet auf: Hey BMW, fahre mich zu Neumühlen 17 in Hamburg. Und los geht's, ja, schon geil. Denn ich habe jetzt extra mal nicht irgendwie eine Hauptstraße 17 genommen oder so, sondern das war jetzt eben ein Straßennamen ohne den Begriff Straße oder Weg. Auch das wurde gleich verstanden und wir haben jetzt hier, ja, keine Ahnung, 1,5, 2 Sekunden hat es gedauert, bis die Route berechnet wurde. Und obwohl wir jetzt einen nur ein bisschen über halb vollen Tank haben, würden wir auch fast ankommen, denn der Verbrauch ist schon auch eine Nummer, aber da will ich jetzt noch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen und das dann später nochmal erzählen. Erstmal wollen wir die Routenführung abbrechen und das würde ich sagen, gelingt einfach wieder mit der Sprachsteuerung. Hey BMW, Navigation beenden. Okay, beendet. So, da muss ich jetzt auch nicht überlegen, heißt es Routenführung abbrechen, Navigation beenden oder Zielführung, wie auch immer. Ich sage einfach, was ich denke und los geht's. Also das finde ich super. Das ist Premiers. Bisschen prämiös natürlich auch die Aufpreispolitik, denn vieles, was wir hier sehen, kostet dick Kohle. Wir haben hier diese Einlage im Carbon-Design, 400 Euro. Die Glasausführung der Bedienelemente, auch mit dem iDrive-Controller, den ich ja auch noch habe, zusätzlich zur Sprachsteuerung, Gestiksteuerung und dem Touchscreen, 610 Euro würde ich persönlich jetzt nicht nehmen. Der iDrive-Controller selber ist natürlich echt ein schickes Ding. Ich sehe, ich kann den Kartenmaßstab verändern. Ich kann aber hier dann auch durch die Menüs surfen. Und wir haben hier auch eine Walze, um die Audio-Lautstärke zu regulieren. Auch aus Glas ist hier der kleine Wählknubbel fürs 8-Gang-Automatikgetriebe und der Motor-Start-Stopp-Knopf. Alles ist hier auf einer hochglänzend schwarzen Fläche. Das ja, soll bestimmt premiös sein. Ich finde es ein bisschen nervig, denn wir haben das Auto natürlich wie immer penibel sauber gemacht vom Videodrehen. Jetzt sehen wir hier schon wieder lauter Staub und Fingerabdrücke drauf. Und das kriegst du halt nie länger als 5 Minuten ganz sauber. Und das gilt auch dann für die Felder hier. Und das ist auch so ein bisschen schade, dass jetzt hier auch viel so Touch-Elemente, nenn das mal Slider, ne? Bei VW wird immer geschimpft. Hier haben wir dann auch so Slider für die Lüftungsdüsen. Und wenn ich jetzt hier rumwische, dann habe ich halt auch gleich die Fingerabdrücke mit irgendwie kleinen Berndis Fettfingerabdrücke dann hier drauf. Und das gilt auch für die Aktivierung der Windschutzscheiben, Defrosterfunktion und der Heckscheibenheizung. Auch im Lenkrad gibt es diese Hochglanzelemente und das ist natürlich dann immer extrem schnell dann gleich so ein bisschen fettig. Das ist schade. Ansonsten ist es hier alles logisch aufgebaut. Wir haben eine relativ reduzierte Zahl von möglichen Bedienschritten und dann immer die Interaktion entweder mit dem Display hinterm Lenkrad oder dem Head-Up-Display. Und dann kann ich mir zum Beispiel dann hier verschiedene Inhalte aufrufen, auch den Augmented Reality-Inhalt. Jetzt haben wir eben draußen Regen auf der Kamera, deswegen sehen wir nicht so gut. Navigationshinweise, die dann auch die Kamerakarte verwenden. Und wenn ich dann aber hier scrolle, dann kann ich auch über das Head-Up-Display zum Beispiel Musikstücke dann ändern und oder Radiosender verstellen. Das ist schon alles ganz gut. Connectivity ist natürlich im modernsten Maße da. Wir haben eine kabellose Integration von Apple CarPlay und Android Auto. Smartphone lädt hier und das auch wieder was ich premiös finde, denn egal welches Telefon man hier reinlegt, es wird induktiv geladen. Punkt. Es kommt keine Fehlermeldung, Gerät kann nicht geladen werden. Hier ist dann auf dem Monitor auch die Bestätigung und es hat einfach nie nicht funktioniert und ja, es gibt viele Autos, wo das dann ein bisschen für Verdruss sorgt. Jetzt gehen wir mal hier durchs Menü. Die Icons sind ein bisschen klein. Man muss sich also schon konzentrieren. Während der Fahrt kann das ein bisschen ablenkend wirken. Ich kann natürlich hier mit dem iDrive-Controller rum oder jetzt dann auch hier mit Finger auf das Display touchen. Und wir sehen, es gibt zum Beispiel Spotify als Musik-App, das hier dann installiert ist. Wir haben YouTube. Da empfehle ich natürlich dann das Ansehen von Autonotizen-Videos.
Bundesliga-Fußballspiele können geschaut werden beim Parken und es gibt auch die Air Console Games. Da gibt es ja ein eigenes Video dazu hier bei Autonotizen. Da wird es also mehr und mehr Games geben. Das ist natürlich dann vor allem für die elektrischen Fünfer beim Laden vielleicht relevant. Oder wenn man als Außendienstler zu früh beim Termin ist, weil kein Stau war, man weniger oft tanken musste als geplant, dann kann man auch noch ein bisschen sich die Zeit mit einem Spiel vielleicht vertreiben. Amazons Alexa ist dabei als Sprachsteuerung und dann kann ich hier natürlich dann auch mit Live Vehicle dann verschiedene Bordcomputer-Angaben dann hier aufrufen und so weiter und so fort. So, und dann komme ich immer zurück hier mit dem Häuschen-Symbol auf das Hauptmenü. Da habe ich dann hier die Navigationskarte und dann hier auch noch Kacheln, die ich dann auch konfigurieren kann, um mir eine Anzeige aufzurufen. Kann dann hier auch verschiedene Gesten konfigurieren. Ich sagte ja schon gerade, diese Gestensteuerung gibt es auch noch. Hier komme ich dann direkt auf Navigation, dann komme ich hier direkt auf das Musikprogramm und wieder auf die Kachelansicht. Die Klimaautomatik für die beiden vorderen Zonen ist dann hier verstellbar und ich zeigte das ja vorhin schon, hier geht es dann eben auf die Sitzklimafunktionen. Fahren wir mal das hier wieder ein bisschen runter, damit die Lüftung nicht zu laut ist. Das Lenkrad ist unten abgeflacht, hier haben wir das M-Symbol drin. Ich finde es ja bei diesem M-Sportlenkrad so, dass es einen sehr dicken Kranz hat. Ich habe jetzt große Hände, dann passt das schon, aber kleine Menschen dürften das vielleicht ja ein bisschen zu dick empfinden. Schaltwippen gibt es auch, um dann in die Arbeit der Achtgangautomatik einzugreifen. Ist eigentlich nie nötig, aber wenn man möchte, okay. Und hier links steht Boost drauf und das ist dann der Vorteil des Mildhybrid-Systems. Kann ich dann während der Fahrt hier mir auch ein bisschen Elektroboost holen. Und wie sich das so anfühlt alles während der Fahrt, das würde ich sagen, probieren wir jetzt aus. Newtonmeter Drehmoment liefert der Diesel, 25 weitere kommen vom Elektroboost und beides zusammen gibt mehr als ausreichend Kraft im Alltag. Ich bin mit dem 520D lange Strecken gefahren, mehrere hundert Kilometer Autobahn, bis zu 233 km/h wird er schnell nach Werksangabe, in 7,3 Sekunden geht es auf 100. Und auch wenn man auf leeren Straßen so ein Reisetempo von 160, 180 km/h hat, passt das mit den Geräuschen vom Motor, von den Rathäusern und auch vom Wind. Es ist ein sehr angenehmes Fahrverhalten und auch alles unaufgeregt. Auch die Verkehrszeichenerkennung, die muss dann natürlich hinweisen, wenn man ein bisschen zu schnell fährt. Wir haben gerade so ein Rupp gehört, das ist nicht ein penetrantes Bimmeln oder so. Das ist alles, wie ich finde, echt gut sortiert. Und wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann hört man den Motor ein bisschen kernig, dieseltypisch, aber sonst, wenn ich jetzt hier wieder cruise, dann bleibt er echt im Hintergrund. Die adaptive Fahrwerksabstimmung gefällt mir gut. Ich habe dann hier die Möglichkeit, über die My Modes auch einzugreifen ins Auto. Ich habe jetzt hier immer das persönlich konfiguriert. Es gibt aber auch einen Sportmodus. Dann schließen sich auch die Sitzwangen um den Oberkörper und die Grafiken ändern sich. Und so gibt es dann hier auch einen Efficient-Modus, Expressive und vieles weitere. Fast ein bisschen viel, um den Spieltrieb zu befriedigen, aber da kann man dann einfach mal ausprobieren, was einem so gefällt. Die Hinterachslenkung sorgt dafür, dass das Auto bei Spurwechseln auf der Autobahn zum Beispiel extrem stabil wirkt und im Alltag, so beim Rangieren und Langsamfahren in engen Kurven, wird der Wendekreis vermindert, denn dann lenken die Hinterräder gegensinnig ein. 2,5 Grad ist der maximale Lenkwinkel, also hier gibt es keine Option wie beim Konkurrenten Mercedes-Benz, dass man dann gegen Aufpreis den Lenkwinkel dann erhöht. Ein wichtiges Thema beim Test eines Diesel ist der Verbrauch. 5,1 bis 5,6 Liter ist der WLTP-Normverbrauch für den 520D. Was habe ich denn so im Test verbraucht? Das können wir mal auch in die einzelnen Fahrprofile runterbrechen. Lange Autobahnabschnitte mit teilweise hohen Geschwindigkeiten, viele hundert Kilometer, brachten 6,8 Liter. Und so der typische Pendleralltag, Landstraße, Ortsdurchfahrten, also die Fahrt ins Büro am Wochenende, die Großeltern besuchen, was auch immer, die bringen dann Verbrauch von 5,0 und zeitweise sogar 4,9 Litern, also echt wenig.
und im Testdurchschnitt über alles mit Stadt, Überland und Autobahn waren es 5,4 Liter. Damit liegen wir genau im Zielkorridor des WLTP-Normwerts und in einer Verbrauchsregion, die für so ein großes, schweres Auto und so ein kräftiges Auto, wie ich finde, echt gut ist. Also da gibt es keinen Grund zur Klage. Wir sind auf der Autobahn unterwegs und ich möchte die Fahrassistenz zeigen. Wenn man zusätzlich zu den 2000 Euro mit der Fahrassistenz in einem Paket nochmal 850 Euro investiert, dann kriegt man den Highway Assist, den Autobahnassistenten, und der erlaubt dann ein wirklich teilassistiertes Fahren. Das ist zugelassen bis zu einem Tempo von 130 km/h. Damit darf man dann auf öffentlichen Straßen die Hände auch länger vom Lenkrad nehmen. Assist plus Ready heißt es jetzt. Ich nehme die Hände vom Lenkrad. Wir sehen die beiden grünen Symbole hier in den Lenkradspeichen. Das zeigt an, das System ist aktiv. Und jetzt kann ich wirklich dauerhaft eben die Hände vom Lenkrad lassen. Ich muss natürlich nach vorne schauen. Also es ist kein autonomes Fahren mit Ablenkung. Und jetzt hält das Auto die Spur schön mittig. Also wir spielen auch keinen Ping-Pong zwischen den Begrenzungsstreifen. Es bremst ab, wenn vor uns Autos sind. Und wir sehen hier auch an der Anzeige im digitalen Kombi-Instrument, dass die Spur dann auch in den, also die Autos in den Nachbarspuren dann erkannt werden. Und dann kann man unter idealen Bedingungen auch den Spurwechsel vollziehen, indem man in den Innenspiegel blickt. Und das Auto wechselt dann automatisiert die Fahrspur nach links und rechts. Ein ausführliches Video dazu haben wir euch ja schon mal gezeigt. Da waren wir in Portugal unterwegs und da wird dieser Highway Assist wirklich im Detail von mir gezeigt. Zwei Dinge möchte ich noch erwähnen, das sind die Blinker. Schauen wir uns mal den vorderen Blinker an. Das finde ich irgendwie nicht so schön, der ist so abgesoftet, soll vielleicht einen Herzschlag darstellen oder so. Wirkt, wie ich finde, so ein bisschen wie, oh, die Batterie ist fast leer. Hinten dagegen gefällt mir gut, und da gehen wir jetzt mal den langen Weg zum Heck, dass BMW nicht diese Wischblinker-Funktion verwendet, der ich mittlerweile auch ein bisschen überdrüssig bin. Das finde ich auch so Overengineering, sondern es einfach breit blinkt. Und das, finde ich, stellt schon auch so ein bisschen eine optische Präsenz dar, die mir persönlich gut gefällt und auch gut zum Auto passt. Kommen wir zum Fazit nach 2 Wochen Alltagstest mit dem BMW 520D. Das Auto ist extrem komfortabel. Es macht Spaß damit, lange Strecken mit links abzureißen, sozusagen. Ich finde ihn extrem sparsam und ausreichend kräftig. Mehr Diesel muss eigentlich nicht sein. Der Motor ist gut gedämmt, es hat ein toller Geräuschkomfort. Natürlich haben wir hier mit Adaptivfahrwerk, Hinterachslenkung und sowas alles drin, was die Aufpreisliste so hergibt. Aber es ist schon ein ganz tolles Reiseauto, das wirklich langen Strecken auch jede Furcht nimmt, die man vielleicht haben sollte. Und in dieser Konfiguration ist natürlich dann schon auch viel drin, was lecker ist. Ich persönlich würde ihn ein bisschen anders konfigurieren, und damit kommen wir mal zu den Preisen. Bei 59.750 Euro startet der 520D. Er ist damit 2.200 Euro teurer als der 520i. Für 2.600 Euro mehr könnte man dann das xDrive-Modell mit Allradantrieb bekommen. Unser Testwagen ist dann natürlich deutlich drüber. Der kostet
hinsetzen und festhalten. Über 86.000 Euro Listenpreis, dann aber mit 20 Zöllern. Hier sind jetzt Winterreifen drauf mit 19 Zöllern, also müssten wir das wieder abziehen. Und der hat vieles drin, was ich persönlich jetzt nicht nehmen würde. Mir würden die Sportsitze reichen, ich bräuchte nicht die Komfortsitze. Ich würde die serienmäßige Innenausstattung nehmen, das M-Sportpaket Pro würde ich auch nicht unbedingt brauchen. Dann aber natürlich schon die Fahrwerksextras. Aber ich vermute mal, so unter, weiß ich nicht, 78.000, 79.000 Euro Listenpreis würde ich leider auch nicht rausgehen. Das ist natürlich schon extrem viel Geld, wohl dem, der das Auto dann entweder als Firmenwagen steuerlich geltend machen kann oder vielleicht einen spendablen Arbeitgeber mit einer guten Car-Policy hat und sich sowas dann als Firmenwagen auch ja, auf den reservierten Parkplatz und in die heimische Garage stellen darf. Allzu klein sollte sie aber, wie gesagt, nicht sein. Wie Premium ist er denn, der Fünfer? Ich finde, es ist ein Premium-Produkt, weil dieses Premium-Feeling eben durch das Fahrverhalten, den hohen Fahrkomfort und die echt gute Bedienstruktur ohne Aufreger sich dann wirklich manifestiert. Ja, die Materialqualität war früher ein bisschen besser. Was mich stört, sind auch diese ganzen Touchflächen und diese Hochglanzflächen, dass man dann da überall ständig putzen muss. Das ist die Kehrseite der Medaille. Alles in allem aber echt ein Top-Produkt. Gefällt mir gut und würde ich gerne auch noch länger fahren. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video. Ich hoffe, euch haben die Informationen und Einsichten gefallen. Lasst mich doch wissen, was ihr vom Fünfer haltet, was ihr vom Fünfer als Diesel haltet und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle lesen und auf die meisten davon antworten. Ihr findet in der Videobeschreibung den Link zur Playlist mit allen BMW-Videos hier auf dem Kanal. Da gibt es auch die beiden i5-Varianten und das erste Date mit dem Fünfer Touring. Außerdem gibt es natürlich, wie immer, mehr zum Auto auch auf der Website autonotizen.de. Auch das verlinke ich unten. Vielen Dank an den Andi fürs Filmen. Danke an euch fürs Zusehen und bis bald. Ciao.